Hallo. Ach ja. So, was haben wir hier? Discord. Siebte Woche. Das Ganze nennt sich Chaos Crossed Overworld. 7-7, Layout bleibt gleich. Aber jedes Transition hat die Chance, ein Portal in die andere Welt zu sein. Im Gegensatz zum Mixed braucht man eine Moon Pearl. Cool. Links oben L oder D. Jede Transition separat. Ist auch interessant. Bunny Walking und Spiegel können required sein. Schickt einen Einsatz, kann es möglich sein, beide Versionen eines Screens zu erreichen, ohne ein klassisches Portal zu benötigen. Overworld mittracken möchte, kann das gerne tun. Das werde ich auch. Haben wir was vorbereitet, nämlich das Gerät hier. Mal schauen, wie viel Arbeit das ist, das auszufüllen. Aber gut, so wie ich das gesehen habe, ist es einmal klicken für gesehen, zweimal klicken für geswappt. Und Bier verschütten für Fun and Profit. Also mit den Zauberern nochmal seine Arbeit machen. Geht los. Dann stürzen wir uns einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob man Senk oder Linkshauptstart machen sollte. Ich mache erstmal Senk. Da weiß ich ja nie. Okay. Achso, ich habe auch noch Jagger in mir. Dran. Jetzt glaube ich zwangsläufig in der Light World. Okay, das hier ist Dark World. Das hier ist Light World. Hier runter ist Dark World. Das heißt, hier ist tot. Rüber könnte man Kern jumpen. Ist aber nicht in Lungek. Komischerweise. Die Frau. Oh. Ich bin irgendwo reingelaufen. Ups. Wenn ich die Flippers hätte. Wäre der ganze Bums in Lungek. Okay. Schauen wir nochmal nach links. Sie irgendwie versuchen nach Kakariko zu kommen oder halt dann oder in irgendeinem Dungeon. Aber es ist glaube ich kein Doors. Dum dum. Ist aber praktisch, dass es so klingelt. Wait, das war jetzt. Der war swapped. Das heißt, der hier ist auch swapped. Ich aber unten lang. Das Dung-Dung ist echt gut. Interessieren mich die hier nach unten überhaupt? Der hier ist normal. Der auch. Der hier? Auch. Der hier wenigstens. Oh yes. Oh yes. Let's go. Das ist keine Bomben, aber was willst du machen? Ich bin froh, überhaupt angekommen zu sein.
Vielleicht sind wir heute. Und ich krieg instant die Mondfall. Weiter. So, dem habe ich jetzt schon gesprochen, ne? Fucking teure Teile und dann haben die so eine Kacksoftware. Aber gut. War ja eigentlich klar. Je mehr Geld in eine Softwareentwicklung gesteckt wird, desto schäbiger ist die, dabei rauskommt. Wie geht's nicht? Guck hier. Tracker. Völlig umsonst. Alles freiwillig. Funktioniert einwandfrei. Ding für, keine Ahnung, wie viel, 100 Euro. Jetzt einfach grundlos ab. So, jetzt haben wir hier noch nach rechts. Duckworld. Ding, 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 ding. Und Lightworld. Okay, Hammer. Das ist schon mal nix. Ab und zu mal die Map wechseln. Der swappt. Das heißt, ich kann hier gar nicht gucken. Und Holm ist blind. Ich denke mal, dass die Transitions, aber dann ist hier auch Endstation. Aber ich könnte wieder zurücklaufen. Also an Entrances wurde nichts getan. Das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir trotzdem mal auf. So. Check ich die jetzt von hier oder von da? Ich check sie mal von hier. Ich dürfte hier durchlaufen können. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich sogar in der
Dark World. Das hier ist Vanilla, ja. Obwohl, das bleibt wahrscheinlich sogar ein. Ist es Crossed? Nee, ist es nicht. Der ist Crossed. Oh, sind wir hier. Oh. So, hier gibt es drei Stück. Das ist normal. Hey, ich bin mal einmal gelobt. Der ist normal. Und der ist normal. Okay. Vielleicht komme ich zum Castle. Der ist normal. Ja. Easy. Ich habe doch sogar schon ein Schwert, ne? Schwarz. Oh. Oh, die Tiere habe ich noch nicht gecheckt, die Transition. Gott, komme ich hier überhaupt hin? Oh, oh, warte mal. Sagt er mir das? Hm. Na gut, gehen wir erstmal Castle runter. So, Mario. So. Yep. Ich schicke den mal da um. Wait, habe ich die Kiste in links Haus nicht hier aufgemacht? Oder hat er die einfach nur automatisch nicht weggetrackt? Steal anyone? Was ist mit der Linkshauskiste kaputt? Okay. Bin ich ziemlich sicher, dass ich die auch gemacht habe. Nee. Nee, ich bin alles vom Senk ausgelaufen. Alles vom Senk ausgelaufen. Dann machen wir mal auf. Okay. Wo geht's hier runter? Und wo ist das hier auf der Karte? Das ist schon mal swapped. Hier nicht. Auch nicht. Sie können gucken, was hier liegt. Nichts. Boink. Gibt's hier noch irgendwas? Ich sollte vielleicht versuchen, nach Eastern zu kommen. So, checken, was das hier ist. Wo bin ich hier überhaupt? So. Normal. Okay. Rechts auch normal. Ah, Hover ist natürlich swapped. Das ist gemein.
Okay, geht's hier runter? Bringt mir dieser Mario überhaupt was? Ist auch normal. Okay, dann ist hier Endstation. Ich könnte mal versuchen, da oben lang zu laufen. Also praktisch hier da hoch und dann da runter. Wenn der hier nämlich crossed ist, dann komme ich hier wieder in der Light World raus. Ist die Frage, ob das überhaupt das ist, was ich tun muss. Ich check's erstmal. Hier sind eh alle drei normal. Geht nicht in die Dark World. Achso, da, ich kann es gar nicht checken. Naja, da muss ich. Hier kommt man so durch, ne? Ne, der ist normal. Ärgerlich. Da komme ich nicht zum Shovel Spot. Außer. Ne, warte mal, komme ich. Links rum. Übersenk. Dann nehme ich aber, wenn ich schon mal hier lang gehe, nochmal oben die. Die Forest Checks mit. Die waren hier, glaube ich, beide cross. Da ist es egal, welchen ich nehme. Allerdings. Was ist mit dem hier? Der war. Das ist der hier, ne? Ja, normal. Okay. Der hier ist crossed. Der hier ist normal. Ich kann sogar Lumberjack checken. Und da ist nichts. Große Überraschung. So, große Frage. Wie viele Eingänge in den Wald muss ich checken bis A? Der ist schon mal crossed. Hallo. Noch mehrere sogar von unten. Der ist normal. Dann komme ich hier. Ah, der ist auch normal. Könnte Skullwood Sequence breaken. Die Front. Bringt mir das was da runter zu laufen? Ah, ich muss nach Kakariko. Auf jeden Fall hier lang. Und hier lang. Hier hoch. Kann ich checken, aber selbst wenn der Vanilla ist, ne. Oh ja, habe ich sogar schon. Den hier habe ich noch nicht. Oh. Hier ist auch. Oh, Baby. Ah, das heißt, ich kann hier gucken. Ist auch crossed. Okay. Schnappen wir uns mal die Items aus dem Wald. Ne, überhaupt. Ja, doch, kommt man hin. Klar. Wenn man den richtigen Weg läuft. So, dann muss ich aber denselben Weg wieder zurückgehen.
Sonst bin ich eingesperrt. Oh, der Trick mit dem Race Game ist natürlich nice, dass du da einfach Light und Dark World wechseln kannst. Die Frage, welchen ich brauche. Ich gehe erstmal hin. Meine Bomben, die habe ich mir hart erarbeitet. So, jetzt hier nicht treffen lassen. Das ist das Primary Main Objective. Okay. So, dann hier runter. Okay, und wenn ich jetzt zum Tree will, kann ich hier einfach Vanilla lang gehen. Hoffentlich ist das auch. Ja, hätte mich auch gewundert. So eine Early Schaufel, wenn man sie dann nicht benutzen kann. Liegt aber nichts drauf. Gut, der ist normal. Dann müsste ich jetzt... Dann kriege ich die... Bin ich jetzt hier? Warte mal, wo bin ich denn? You are here! Ich bin hier. Wenn ich hier nach rechts gehe, dann ist Dark Crossed. Und das normal, dann ist Dark Crossed. Ich check's, glaube ich, mal von hier. Okay. Ja, hier hoch. Dark World. Hier bleiben. Au. Das war nicht der Plan. Ich habe noch gar keinen Map-Check gemacht, ne? Das ist natürlich praktisch, dass man den einfach so hier am Stück machen kann. Hier ist Red Crystal. Oh, wo war denn der andere? Crystal Desert. Ich verpasst. Und Swamp. Okay. Also hier ist Light World. Wenn ich hier nach links gehe, ist Light World. Bis normal. Okay, schwimmen kann ich noch nicht. Du bist swapped. Oh nice, das ist ein gutes Portal. Du bist swapped. So, kann ich eigentlich direkt testen, wie es hier weitergeht. Du bist swapped. Okay. Du bist normal. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Bleibt der Dung gedrained, wenn ich ihn swapped Transition nehme? Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich glaub's ja nicht. Tja, es hat ja nichts mit Durst zu tun. Okay, da ist nichts. Wenn ich jetzt hier rechts gehe, und links, ist er wieder voll. Okay, das ist Nummer 2. Crossed. Auch.
das heißt, ich muss jetzt nicht zum Mini-Moldon-Käfel. Hier einmal hoch. Ah, genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Hier runter und dann hier hin. Immer ein paar Herzen. Oder auch nicht. Guck mal, der swappt. Dachte schon, ich könnte es austricksen. Ja, gut, aber die Herzen waren trotzdem nice. Dann muss ich. Warte mal, war ich hier schon? Ja. Wieder einmal die Runde. Einmal mit Stein laufen. Und dann hier hin. Den will ich haben. Dankeschön. Ja, fast. Oh, die Moon Pearl. Die hilft. Okay. Ist noch ein Mirror und ich bin glücklich. So. Hier rechts ist. Hier nicht. Oh. Natürlich doof. Das ist natürlich doof. Aber auch kein größeres Problem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch auf die Icewood Cave gehen soll. Naja, ist wahrscheinlich dumm. Ich sollte eher mal Pott reingucken oder so. Wenn ich kann hier mit dem der Ringelreise. Ich mach's mal. Weil's geht. Ja. Ist jetzt natürlich. Ach so, hä? Nee, muss nicht. Forget what I said. Die ist ja zu von der Seite. Ich glaube, da gucke ich mal Pott rein. Oder? Ne, Pyramiden-Item. Könnte man checken. Wenn hier der da mitspielt. Nope, oder nicht? Na gut. Ja, auch nicht. Ja, ich denke mal, Pott ist das Schlauste jetzt. Hmm.
Sofern er nicht beurlockt ist. Ich glaube, ich habe auch... Nee, ich habe eine Biene. Ja, vielleicht kann ich auch auf magische Weise hier irgendwie die Welten tauschen. Müsste eigentlich gehen. Auch ohne Handschuhe. Dann käme ich natürlich nach Eastern, ne? Das ist nicht beunlockt. Erstmal. Mirror, keine Boots. Item raus. Da sieht's schon wieder finster aus hier. Zum Thiefstone. Okay, hier ist zumindest ein Key. Nehme ich den mit in die Back. Cave steht auch noch offen. So viel Krempel, den man machen kann. Alles schwer zu erreichen. Aber gut, so ist das. So, mal nett. Ist hier irgendwas? Nö. Jo, der Bogen im Pott. Alles klar. Gut. Ändert natürlich ein bisschen was. Mal gucken. Hoffentlich ist hier oder Dark Mace der Big Key. Natürlich nicht. Ansonsten muss ich mir einen Key von der Bolog-Seite holen. Das war ein Item. Ist das schon die richtige Abzweigung? Sieht so aus. Ja, doch. Oder auch nicht. Ach, bin ich. Warum gehst du nicht hier runter? Einmal dran vorbeigelaufen oder wie? Noch ein Item. Oh, das heißt aber auch. Oh Gott, ich hab doch Blume.
extra nochmal die Bolog zu erlauben. Das heißt aber auch, dass Eastern jetzt abschließbar ist. Ja, noch ein bisschen unangenehm zu erreichen. Ja. Good job, Bolog-Zeile laufen. Well done. So, mit dem WG oder den Small Key. Der ist WG Vanilla. Muss ich vorne durch. Da ist auch nur noch ein Item hier drin, ne? Aber es ist ein Crystal. Aber es ist ein Crystal. Wo ich vermutlich nicht mal lebend zum Boss komme. Aber das soll uns nicht aufhalten. Gestern schon viel zu vorsichtig gespielt. Heute gehen wir es heute mal waghalsig und laufen in die falsche Richtung. Swamp ist Crystal, das heißt, der Mirror wird auf jeden Fall auftauchen hier. Ups, das war viel zu weit nach oben. Wie sieht gut aus? Natürlich nicht. Hallo? Kann man hier sterben? Ich laufe einfach mal hier hin. I guess. Ja. Ein Versuch beim Boss. Hat man niemandem geschadet. Vielleicht kommen wir hier durch, obwohl der Boss ist nicht mehr die Herausforderung hier, sondern eher lebend dahin zu kommen. Vor allem, wenn man sowas macht. Einfach runtergelaufen. Ne? Ich habe eine Biene, die ich auf die Turtles loslassen kann. Pfeile einstecken. Wenn wir ein paar von brauchen. Und ich habe Ether. Ist auch nicht verkehrt. Die ersten zwei Hammerhits sitzen, dann ist gar nicht mehr so schlimm. Ansonsten Biene freilassen und wild rumhämmern.
Verfolgt ihr auch die Turtles, wenn sie offen liegen? Damit. Oh shit, ich bin... Ne, ich bin auf der richtigen Seite. Ich bin einfach nur dumm. So. Einmal Ethan. Easy as 1, 2, 3. Vielleicht sollte ich das nächste Mal, wenn ich den Raum spiele, einfach nicht hingucken. Das scheint besser zu funktionieren. Als wenn ich sehe, was abgeht. Mann. Oh, das war dumm. Oh. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Einer hat noch gefehlt, ey. Aber ich bin ja auch selbst dran schuld, ey, einfach nach vorne zu gehen. Oh. Den Bogen nehme ich. So. Hier unten die Transition bringt mir nicht wirklich was, ne? Ich versuche jetzt erstmal zur Web Cave zu kommen, ne? Oder nach Eastern. Nach Eastern. Na. Das heißt, ich versuche zur Halbgift zu kriegen. Ich kann einfach hinlaufen. Lol. Hallo, Halbgift. Geld. Ups. Okay, die sind nice. Ist wahrscheinlich eine Menge laufen hier. Das heißt aber auch, ich kann. Warte mal. Wenn ich jetzt hier es nicht swappt. Aber da. Ist swapped. Das heißt, ich will hier durch. Hier hoch. Hier durch. Bin ich nämlich jetzt hier in der Dark World. Komm nach Eastern. Wie smart. Beziehungsweise, wir haben einen Tracker. Gott, ey. Bin ich froh, dass ich das nicht versucht habe, im Kopf zu machen. War kurz am Überlegen, so. Trackst du oder trackst du nicht? Aber ja, lohnt sich definitiv zu tracken. Obwohl, wenn man sich die Knackpunkte merkt, ist es wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlimm. Man muss ja eigentlich nur die Swaps hier im Kopf behalten. Da ist der Mirror. Okay, jetzt ist eh alles scheißegal. Jetzt ist eh egal.
Funktioniert ja wahrscheinlich nur in der Dark World, ne? Ja. Hashtag this is not inverted. Aber gut, nächster Dungeon. Swamp bräuchten wir noch Flippers und Hookshot. Ohne Glove kommen wir auch nicht auf den Mountain. Oder eine Flöte. Flöte wäre auch noch machbar. Aber gut, Eastern ist eh erstmal nice. Mit 6 Items, ne? Einer davon war schon immer. Okay. Also, falls jemand das hier interessiert, so sieht es aktuell aus. TT ist, denke ich, mal mein nächster Anlaufpunkt. Wir versuchen, die Pyramiden noch mitzunehmen. Sollte mit dem Mirror jetzt kein Problem mehr sein. Obwohl, im Dungeon kann ich es eigentlich auch anlassen. Wird ja erst wieder in der Overworld interessant. Mann, das ist der Handschuh. Hm. Okay, jetzt können wir wirklich machen, was wir wollen. Oh, das waren zwei Items, was ich sagen. Das ist jetzt Perlock? Ne, da kommt. Ah doch, ja, ich musste über die Hammer Bridge. Ich weiß allerdings nicht, ob das required war. Vielleicht nicht. Sich voll Depp, ey. Gar schon gar nicht mehr dran gedacht. Sound. Oh. Oh, knapp. Natürlich. Ja. Crystals. Let's go. Ding. Und zurück zur Overworld. Will ich noch irgendwas Lustiges machen?
Nicht wirklich, ne? Und wir könnten Boots Checks und Back of Escape jetzt holen. Und versuchen mal nach TT zu kommen. Sollte mit dem Mirror jetzt easy sein. Ding. Du hast auch Swap, ne? Yes. So, Back of Escape, wo mirrt man denn da? Hier oder so, hm? Natürlich. Und die Map, das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Item across. Beide Bögen Lamplock oder Fire Rod, wenn man es nimmt. So. Deepstone. Ich komme crossed nach Kakariko rein. Das heißt, ich will hier irgendwo mirroren. Natürlich praktisch. Nur kurz. TT. Ist ein Crystal. Das heißt, den werde ich jetzt auf jeden Fall abschließen. Danach vielleicht mal gucken, ob wir nach Hera kommen. Thank you.
Dann mache ich vorher Brewery, sonst vergesse ich das wieder. Hat auf jeden Fall Spaß hier, die Konnektoren zu nutzen. Ein bisschen nachdenken, nicht allzu viel. Die Mirror auch wieder ein bisschen weniger. Klassische TT-Front. Na gut, mit Hammer. Ist ja wurscht. Ah, die Pyramide wollte ich gucken. Irgendwann vielleicht. Das war Item Nummer 1. Drei Items. Halleluja. Dass ich Redmail hab. Wenn ich schon 4 Herzen weg. Hoppala. Seid man nicht so fies. Die laufen auch wie sie wollen, ne? Ja, Schwert ist nice. Vanilla-Schwert für Blind. Hey, mitkommen. So, war das jetzt ein Item? Habe ich gar nicht aufgepasst. Ich hole eh alle hier. Ja, war's. Ja, komm. Na gut. Kann sein, dass ich überhaupt gar keine Fire Rod brauche, ne? Ich brauche noch einen Weg nach Desert. Ich bin in der Dark World.
Soll ich hier runter gucken? Der hier ist. Der ist crossed. Die Map wieder rein. Hier allerdings auch. Das heißt, ich mirror hier. Schönen grünen Rasen und graben. Nicht cross, ne? Okay. Und Lampe. Gut, jetzt alles in Logik. Oh. Es könnte noch, obwohl eigentlich nicht mehr hilfreich werden. Naja, schauen wir mal. So, Desert. Jetzt müssen ja Vanilla sein eigentlich, ne? Ja, natürlich. Das heißt, da lässt sich auch nichts dran rütteln. Ja, dann auf dem Mountain. Zora Area war ich auch noch gar nicht, aber will ich wahrscheinlich auch erst mit Flippers hin. Jo. Nice Flute. Schon, warum ich hier nicht dicht. Löcher und schlechte Visibility. Nicht. Flasche habe ich schon. So. Zwar kein Hookshot, aber was schon. Okay, Item Nummer 1. Ja, fast in die Hose gegangen.
Karte und Kompass. Naja. Mal von vorne. Ey. Kamerad. So viel hinter der Lampe gelockt. Sollte ich vielleicht holen? Ach, null Ahnung, in welcher Sphäre die war. War die überhaupt? Nee, nicht alles hinter der Lampe liegen. Okay, das ist Vanilla. Wo bin ich hier? Da. Ist aber auch, wenn unten die komme ich dann überhaupt auf Dark Dingsbums Right Side Black Death Mountain hin? Aktuell noch nicht. Oh, guck mal, ein Schild. Ja, falls hier rechts das crossed ist. Oh, Flippers. Und Ice Rod. Oh je. Ich habe zu lange gewartet. Du warst nichts.
spätestens jetzt wird Sora Area interessant. Die Strudel immer Vanilla? Hm, sieht so aus. Mit den Flippers steht mir jetzt natürlich auch ein bisschen was in Swamp auf. Nicht so toll. Ich hätte gerne den Hotshot vorher. Gehen wir mal zu 2. Den hier checken. Du bist Vanilla. Okay. Du bist. Oh. Bringst du jetzt rein? Nee, erstmal nicht. So. Du bist crossed, okay. Ist das nice? Makeshift-Portal benutzen, wenn es sein muss. Muss aber nicht. Nee. Okay. Oh. Seite gedrückt. Empty Bottles. Let's go. Davon kann man nie genug haben. Kann man auch immer wieder reinschmeißen. Das ist krass. Schon nix. Auch. Die Transitions noch checken brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Jetzt hauptsächlich Hobo und Icewood Cave holen. Und Bumperletch habe ich auch noch gar nicht geguckt. Da liegt. Skywards Front wäre noch offen. Okay, du bist Vanilla. Einen Moment, bist gleich getrackt. Das ist. Das habe ich schon getrackt. Schaut mit der Water Transition hier aus. Oh. Die ist. Mal kurz. Das bist du. Okay. Das heißt, ich komme hier hoch. Hier hin. Will ich hier überhaupt hin? Nee, hier will ich gar nicht hin. Ich will hier durch und du bist Vanilla. Das heißt allerdings. Echt? Swamp rein? Ach nee. Ja. Zur Pyramide. Hier rechts.
Hier ist ein Portal. Hier ist nix. Okay. Ich hab keinen Hookshot. Hier gibt's, glaube ich, Cross-Konnektoren. Und zwar. Nee, ist schon mal keiner. Wie sieht's mit dem hier aus? Das ist einer. Dark World. Light World. Dark World. Einmal Mirror. Jetzt noch. Ist der crossed? Nee, so nicht. Ich will ein Portal nehmen. Es liegt aber hier irgendwo. Ich habe Probo nicht. Oh Mann. Gemacht. Das ist natürlich ungünstig, ey, wenn der jetzt Fire Rot hat. Gut. Okay. Oh, Mitz. Okay. Nice. Nice. Okay. Smith Chain, Powdern. Light World. Nee. Ist ja rüber. Ding. Hier hätte mir richtig nice Mirrorless machen können. Wenn ich den Mirror schon nach 10 Minuten gekriegt hätte. Ha ha ha!
Die Szene war gut. Komme ich einfach zur Puppet Test. Ja, natürlich. Packs soll ich noch machen? Dann kann ich eigentlich schon den Pilz abgeben. Mir fehlt halt noch ein Dispellus-Item. Warum behauptet er eigentlich? Ah ne, behauptet er überhaupt nicht. Guckt nur auf die falsche Karte. Ich würde sagen. Desert. Ach doch. Er behauptet, ich komme nicht nach Desert rein. Stimmt aber nicht. Oder? Könnte ich einfach mit dem Mitz durch Meier? Ich gehe jetzt einfach nach der Seite. Weißt du, was der Tracker sagt? Ich hab Mitz und Mirror. Wo denn da hin? Was ist das eigentlich, Quake? Unschön. Habe ich das Item gecheckt? Ja, habe ich. Schön verdächt, aber gebannt. Schneller kommt man nicht mehr zurück. Also, Tracker, ich bin hier im Desert. Okay. Hab sogar schon einen Small Key. Jo, Tudi! Keine Ahnung, was der hier in Furz querstecken hat. Ein Item raus. Gut, dass das kein Open Tracker ist, sonst könnte ich jetzt nicht mehr das die Chest wegklicken, ohne die Hand vom Controller zu nehmen. Ein Lieblingsmorgel. Smoker! Hast du Waterworld geguckt? Zweites Item raus. Easy. Ewig her. Ja, das ist auch so ein Film, den guckt man nicht nochmal. Weil ich glaube, so gut war der gar nicht.
Arsch. Alles nur, weil ich oben lang gedasht bin. Wie ein Kacknoob. Was haben wir denn da im Gepäck? Silvers. Okay. Bier neu. Wow. Shit. Haust aber einen raus. Gestern nur die Landfridge Klassiker. Oh, krank. Ach was. Schlimmes. Wohl, wenn einem langweilig ist, dann ist es in der Regel nicht so schlimm. Ach ja, wo ist jetzt der Hookshot? Wird doch nicht auf Hobo liegen. Nacht ist das Schlimmste. Eher am Rumhusten wahrscheinlich, wie bekloppt, ne? Hauptdicht. Hm. Ich finde das immer scheiße, wenn du dann da am Husten bist, kannst du deswegen nicht einschlafen. Über den Tag dazu. Oh je. Ja, gute Aussichten. Jo. Oh, der hätte doch jetzt mal einen Hookshot haben können, ne? Was ist denn da? Tipp ich da jetzt wirklich Swamp? Weiß ja nicht. Viel anderes bleibt mir halt nicht übrig, ne? Der Modus ist total cool. Leider extrem früh Moonpearl und Mirror gefunden. Das hat dem Ganzen so ein bisschen den Reiz genommen. Obwohl Mirror macht es eigentlich auch cool. Man kann es halt echt schummeln dann mit den ganzen Dark World Portalen überall. So, oh, ich muss hier in die Light World. Ups. Oh, ich muss hier in die Dark World. Ist direkt nebenan. Ups. Kamerad. Watch out. Au. Karte. Das sind ja Aussichten. Turtle Rock
vielleicht doch die bessere Idee gewesen. Also, weiß man ja vorher nicht. Turtle Rock ohne Fire Rod ist halt auch so ein Ding. Kommen die Items immer so spät? Wenn überhaupt. Spike Cave könnte ich noch machen. Und Maya. Au. Maya ist halt abschließbar, das ist so ein bisschen scheiße. Au. So spart das natürlich keine Zeit. Das morgen Turniermatch habe ich gesehen. Ups, das war Desert. Hier ist so. Ja. So viel dazu. Joa, Spy Cave, ne? Worth. Auf jeden Fall. Jetzt in der Spy Cave hier glänzen. Mit meiner unglaublichen Ability. Den Burner doppelt so lange benutzen zu können. Nach Tia oder Maya ist die Frage. Oh. Könnte Tia mal reingucken? Was ist eigentlich die Twin Session hier? Die swapped, okay. Lol. Ist mein Transition Tracker hier. Ja. Nicht, dass sie irgendeinen Unterschied jetzt gemacht hat, oh, aber. Der Vollständigkeit halber. Direkt vor den Eingang. Gut, dass ich da nicht rein muss. Ach, die Asia Bombos, was mache ich denn da? Ich wollte natürlich nach Maya gehen. Ist ja klar. Wie smart. Aber noch im rechtzeitigen Moment die Reißleine gezogen. Mehr oder weniger. Ist ich klar.
Nicht Ether. Quake. Voll. Ich jetzt mal ja ohne Hookshot, ohne Fire-Rod spielen. Ein bisschen doof. Die Frage ist, wenn ich einen Fire-Rod finde, muss ich eigentlich weitermachen. Aus. Okay. Das öffnet auf jeden Fall Ice Palace. Will ich da überhaupt noch weiter? Ich kann ja mal die schnellen Sachen holen. Ich mir nicht rein. Okay. Transition ist unklar. Okay. Alles Pandas. Mir den Hookshot wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Könnt Fire Rod bekommen. Das denke ich mal das Sinnvollste, was hier liegen kann. Das in einem Match. Oh. Okay.
Das war so klar. Oh, geh ich dann? Hey. Skywards ist halt kein Item mehr drin, ne? Muss ja eigentlich nach TA. Oder ich finde einen Hookshot. Ist auch okay. Das ist auch okay. Oder Ice-Tea-Hookshot. Ja. Swamp, GG. Gern. Mal gucken, wie ich da laufe. Swamp ist easy. Swamp ist super free. Mach mich einfach den hier. Den hier. Den hier. Äh.
liegt ein bisschen weit rechts. Über das GT komme ich relativ einfach hin. Nur nach rechts und wieder zurücklaufen. Pyramide geht am besten über links aus, so wie es aussieht. Ist gleich zu niedrig. Ja, shit. Gute? Weiß nicht. Swamp Dip. Das war's eigentlich. Aber Castle war ich drin, aber da waren die Silvers. Ja, geht schon. Was gucke ich eigentlich nach einer Route, wie ich zur Pyramide komme, wenn ich die GT machen muss? Voll unnötig. Okay. Gar nicht. Echt? Das ist doch im Prinzip eigentlich Overworld Doors sozusagen. Obwohl, weniger sogar noch. Nach einer kurzen Zeit hat man da sehr gut raus, wie man wo was machen kann. Also am Anfang musst du halt einmal die ganzen Cross-Konnektoren finden, dann geht's. War jetzt nicht der Biki dabei, ne? Okay.
Nee. Sieht nach einem Dark Magician aus. Oh, okay. Habe ich auch noch einen Small Key dazu? Nee, natürlich nicht. Habe ich einen noch im Weg liegen? Nee, auch nicht. Okay, jetzt muss ich wegen dem Small Key. Mann. Check. Kann hier überhaupt ein Smoky sein? Ich glaube, hier kann gar kein Smoky sein, ne? Dann ist er... Ah doch, hier ist er, ne? Okay. Tschö! Ich wollte gerade sagen, dann hätte ich jetzt Iron machen müssen für den Smoky. War nicht so toll. Ich hab Bogen gedrückt. Das ist Link's Awakening von Nintendo. Weiß gar nicht, wer die zusammengestellt hat. Schwörprügel. Die ist echt gut, ja. Also das ist der Soundtrack von dem Remake für die Switch. Da haben sie ja die Lieder nochmal. Klingt nach einem echten Orchester, könnte auch Synthi-Orchester sein. Aber ein hochwertiges. Geslasht hier. Komm her! So, schwach. Jo, Skagner! Skate! Ist hier leider mit einem alkoholfreien Krombacher enttäuschen. Die Woche geskippt? Oh, das. Weil der Modus macht echt Spaß. Ich weiß nicht, wie gut er zu racen ist. Wahrscheinlich eher nicht so toll, aber... So als kleines Puzzlespiel, bis man zumindest mal Mirror und Moonpearl hat. Ist toll. Zeit. Ja, ich auch nichts für.
aber auch ein bisschen rumgealbert. Aber es gehört ja dazu. Kommst du? Hallo? Der wollte aber gar nicht. Hm? Keine Zeit für den Seed. Schade. Gute Moldorm. Genug nach rechts gegangen. Müssen wir das mit dem Slashen mal in der Practice Room angucken. Das kann doch nicht so schwer sein. Tja. Alles gemacht außer Hookshot Cave, Red Bomb und... Ja. TA hat wahrscheinlich keine gemacht. Aber da wird das Buch drin sein. Incompetent Fools. Hallo. Ich habe 19 Stück davon. Komm her. Oh, schade. Schade, schade, schade. Stunlock kam ein bisschen zu früh. Ja, viel Zeit hatte ich auch nicht mehr, die Torch anzuzünden. Vielleicht wirklich noch ein bisschen warten sollen und dann einfach beide anzünden. Oh, ich muss den Timer stoppen. Ja, dann schauen wir mal, was die Leistung wert war. Dankeschön. Ergebnis eintragen. 1, 56, 28. Das war ja ulkig. Speichern. Okay, Bestzeit ist 1,37. Längste 2,17. Wir sind ziemlich am Ende der Skala. Oh, Farron war 5 Minuten schneller. Der alte Fuchs. Der alte Fuchs. Harte Last Location, Meyer. GTPK auf der 22. Ui. Und bei Gen gefallen. Oh Gott. Auf Gefühl nach Meyer gegangen. Spiegelabkürzung genommen. Last Location Mits. Oh ja, die lang auch viel. Nicht so wild, dafür gewinnst du das Turnier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Morgen letztes Gruppenspiel. Da entscheidet sich dann, ob ich 3-2 oder 4-1 rausgehe. Spiegel hätte gern ein bisschen später kommen dürfen. Hat den Seed fast zu einfach. Ja, da ist was dran. Einfach 4-1, easy. Ja. Ja, ich glaube, 4-1 ist schon die bessere Strategie.
Ja, habe ich gesehen gestern. Nice. Super geiler Modus, nur blöd, dass ich den Spiegel schon so früh gefunden habe, ja. Auch Mits Last Located. Misery Meyer Last Located. Okay, also die meisten haben wohl entweder keine Mits gehabt oder sind nicht nach Meyer gegangen. Naja. Ich mag die Outro-Musik halt auch sehr. Die ist echt gut. Spielen heute noch welche? 20 für Solberg. AD, die könnten noch dran sein. Ist aber das letzte. Es geht die E2. Die Catcher sleeps again. Or. Naja. War auf jeden Fall lustig. Hat Spaß gemacht zu spielen. Sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Und schauen wir mal, was es morgen gibt. Bis dann.